wieder Sturm durch die Mitte. Jetzt der Ball da in die Box rein, in den 16, und da ist das Tor, 1:0. Und der Torschütze ist Ota Kiteschwili. Gerade vorhin noch wurde er gefoult. Jetzt trifft er in Minute 18, der Führungstreffer für Sturm Graz. Der Georgier, der seinen Vertrag verlängert hat, bringt also die Blackies mit nur 1:0. Obwohl hier Sturm Graz wirklich Chance um Chance kreiert. Schon wieder ist man im 16er. Nächster Abschluss. Wieder der Torhüter dran. Nachschussmöglichkeit. Und der Treffer zählt, oder? Ja, das ist das Tor. 2:0 für die Grazer. Der hat dann letztendlich den Ball über die Linie. Hätte er vielleicht sogar noch ein paar Meter gehen können. Jebo entscheidet sich dann für den Abschluss. Aus knapp 16 Metern. Ball geht aber knapp drüber. Schon wieder wird Jebo angespielt. Stadlbauer kommt gar nicht mehr raus aus der eigenen Spielhälfte. Nächster Abschluss, Tor! Manfred Zakaria mit seinem Premierentreffer für den SK Buntigammer Sturm Graz. 3:0, 37. Spielminute. Aber kommt aber eben Jeboa nicht ran. Zakaria setzt sich gut in Szene. Erobert den Ball hier links am Flügel. Zakaria schaut auf, findet Janča. Janča nochmal auf Jeboa. Jeboa, Abschlusstor. Nächster Treffer. 4:0, Kelvin Jeboa. Jetzt geht's fast im Minutentakt hier. Abritsch mit dem Rausspiel, Fehler, und da ist der nächste Treffer. Jeboa auf Janča, und jetzt hat auch Janča seinen Treffer. Fehler beim Rausspielen von Stadlpaurer. 5:0 für SK Buntigammer Sturm Graz. Ja, wenn das so weitergeht, kann es heute richtig, richtig bitter werden für Stadlpaurer. Sturm ganz klar abgebrüht. Spielt das dann defensiv souverän runter. Jetzt geht es schon wieder in die Richtung des Stadlpaurer Tores. Über Zakaria. Zakaria könnte vielleicht abschließen, macht er auch. Nächster Schuss mit links. Nächster Treffer. Doppelpack. Manfred Zakaria. Die neue Verpflichtung vom FK Austria Wien. Mit dem zweiten Tor. Ja, die Blecke sind noch immer nicht genug. Hier Gazi Begovic über rechts. Gazi Begovic könnte auch mal abschließen. Gazi Begovic. Nachschuss vielleicht von Kuhn. Kuhn, nächster Treffer. Andreas Kuhn mit einem Doppelpack, ebenso wie Manfred Zakaria. 45. Spielminute. Manfred Zakaria trifft Omen vom Trainerteam der zweiten Mannschaft. Brass, rechts raus. Gutes Dribbling, links freigespielt. Zakaria nochmal tief, Schabanaksei, und der ist nicht drin. Stange, nochmal Brass und dann lang, und jetzt ist der Ball drin. Jetzt ist der Ball drin, 9:0. Gerade habe ich ihn noch erwähnt, und